Willkommen im vierten Teil zum CAD-Tutorial mit der richtigen Grundeinstellung zum perfekten Ausdruck. Wir haben bereits unseren Rahmen der Größe A1 erstellt und nun möchten wir diesen als einen Block definieren, da wir die einzelnen Bestandteile des Rahmens nicht mehr verwerten können oder auch möchten. Dafür gehen wir im Menü auf Block erstellen. Hier bestimmen wir als erstes unser Objekt, indem wir auf die Schaltfläche Objekt wählen drücken. Wir gehen von rechts unten nach links oben und markieren alles mit der gedrückten linken Maustaste und lassen los und bestätigen mit Enter. Als nächstes können wir den Basispunkt wählen. Dafür gehen wir auf den Knopf Auswahlpunkt. Nun können wir uns einen beliebigen Punkt am Rahmen wählen, um ihn als Basispunkt zu wählen. Ich wähle sehr oft die rechte untere Ecke. Wir klicken diese einmal an und damit ist es unser Basispunkt. Damit sind wir schon fast fertig. Wir geben dem Block noch einen eindeutigen Namen. Wir nennen ihn Rahmen A1. Damit sind wir fertig. Gehen zum Bestätigen einmal auf OK. Und damit haben wir es geschafft. Wenn wir den Rahmen nun einmal anklicken, sehen wir, es ist alles markiert. Unser Basispunkt wird mit einem blauen Quadrat angezeigt. Und wir können ihn beliebig löschen oder beliebig einfügen, indem wir auf Einfügen gehen, auf Rahmen A1, OK, eine Drehung wollen wir nicht durchführen, OK, und wir können ihn in einen beliebigen Punkt einfügen. Dieses solltet ihr natürlich für alle möglichen Rahmen durchführen, die ihr am häufigsten verwendet. Ich werde in den nächsten Folgen nicht zeigen, wie man noch weitere Rahmen erstellt, denn das könnt ihr alleine, außer ihr verlangt es ausdrücklich von mir. Und ich muss es immer wieder sagen, damit ihr das nicht vergesst, das Speichern. Speichern unterwählen, als Zeichnungsvorlage. Wir wählen wieder unsere Datei ACAD, bestätigen mit Speichern. Ja, wir wollen diese ersetzen und alles passt. Okay, das war's für heute und dann bis zum nächsten Mal.